wird langsam Zeit, die Veränderung ist da. Langsam ändern sich die Dinge, wir sind nicht mehr wie im Schlaf. Und wir denken langsam nach und benutzen den Verstand. Auch bei Meinungsunterschieden ziehen wir an einem Strang. Wir haben wieder Fieber, wenn ein Teil des Körpers blutet. Deshalb verbreitet die Nachricht, dass die Oma wieder gut ist. Das alles sind doch Zeichen für eine neue Ära. Denn wir sind nicht mehr die gleichen, wir lernen aus den Fehlern. Nationalität hat für uns keinen Wert mehr. SSR mehr gibt für uns und hat uns gelebt. Seitdem haben wir auch daraus eine Lehre gezogen. Denn wenn du darauf stolz bist, geh und beiß in dein Vaters Hoden. Es ist verboten, denn wir sind doch alle Kinder Adams. In der Tagbar gibt es Stufen, doch das kriegt man nicht durch Labern. Man muss etwas dafür machen und das hört sich vielleicht hart an. Aber wenn du etwas schaffen willst, dann musst du dafür ackern. Ohne Schweiß und Fleiß gibt es leider keinen Preis. Doch die Belohnung ist groß, wenn du das alles begreifst. Und wir sind langsam so weit, wir vereinen uns. So wie ein Reißverschluss und dann ist mit dem Leiden Schluss. Doch ob das alles war, es wird sich zeigen. Vielleicht sind das einfach Träume, die ich gerade mit euch teile. Doch ich habe keine Zweifel, dass wir die Fitna entfernen. Der Islam begann fremd und wird auch wieder fremd werden. Überall Kriege, egal wie satt du das Leid hast. Allah prüft uns mit fester Bereitschaft. Wie schlimm es auch wird, wie schlimm es auch sein mag. Die Umma von Mohammed ist die beste Gemeinschaft. Überall Kriege, egal wie satt du das Leid hast. Allah prüft uns mit fester Bereitschaft. Wie schlimm es auch wird, wie schlimm es auch sein mag. Die Umma von Mohammed ist die beste Gemeinschaft. Ein ganz klarer Fall, meine Wahl ist Allah. Nenn mich radikal, wie auch immer du magst. Wenn du mich fragst, ist das Kalifat bald da. Wir sehen doch die wahren Heuchler verstärkt auf dem Radar. Die Folgen werden klar, Masken fallen, Helden erwachen. Sie helfen den Schwachen, rechnen ab ohne zu wackeln. Wir brauchen schnelle Taten, jeder soll seinen Beitrag leisten. Lasst uns gemeinsam stark sein und Einsatz zeigen, ja. Überall Kriege, egal wie satt du das Leid hast. Allah prüft uns mit fester Bereitschaft. Wie schlimm es auch wird, wie schlimm es auch sein mag. Die Umma von Mohammed ist die beste Gemeinschaft. Überall Kriege, egal wie satt du das Leid hast. Allah prüft uns mit fester Bereitschaft. Wie schlimm es auch wird, wie schlimm es auch sein mag. Die Umma von Mohammed ist die beste Gemeinschaft.